Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ich kann nichts sehen, ich habe Schnee in den Augen. Und ja, wir sind hier auf Route 10. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Score City. Ich glaube, eine Route oder ein Bildschirm, sag ich mal, ist noch dazwischen. Und dann haben wir die Stadt endlich erreicht und dann können wir den Champion Cup hier beitreten, hieß das, glaube ich, ne? Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht, ne? Dann werden wir der Champ, ne? Der allerbeste, wie keiner vor uns war. Hiervor habe ich schon wieder ein paar, ja, Pokémon gefangen. 250 Pokémon ist jetzt der Stand, finde ich doch mal sehr schön. Und ja, weil ich habe jetzt schon wieder ein paar Pokémon aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das reicht, um einen ganzen Part zu führen. Ich glaube nicht. Also irgendwann nach diesem Part wird schon wieder ein Fangpart kommen und ihr könnt ihm nicht entkommen. Ja, was ihr auch wollt, ihr könnt ihn nicht entkommen. Wird auf jeden Fall da sein irgendwann. Aber erstmal machen wir hier weiter. Oh, da ist noch ein Gegner, den wir voll nicht ignorieren können. Uiuiui, da bin ich doch glatt in einen Trainer begegnet. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch gar keine Lust zu kämpfen. Ja, lass uns doch nicht kämpfen. Boah, das ist immer so die Logik, die ich in Frage stelle, Thorsten. Oh, uns angucken heißt das doch nicht, dass wir gegeneinander kämpfen müssen. So, Tiamat. Ich habe übrigens einige Attacken hier so ein bisschen umgekrempelt. Ich bin mal zum Attackenverlerner gegangen. War innerer oder was auch immer. Und habe mal einige Angriffe hier ein bisschen geändert. Unter anderem zum Beispiel hier habe ich Kaltklinge Tiamat beigebracht. Die konnte er anscheinend lernen vorher. Da konnte er sich dran erinnern, mehr oder weniger. Ja, das wird dir nicht helfen. Weil man sonst schon machen gar nichts, ne? Ich bin noch Stein zur Hälfte. Sehr gut. Ja, ich verstehe irgendwie eine Sache nicht. Es gibt einmal den Attacken Erinnerer, den Attacken Verlerner, sind beide die gleichen Personen, aber der hat die gleichen Funktionen, ne? Und warum gibt es die Option überhaupt noch Attacken zu verlernen, weil es gibt keine VMs mehr, also Attacken, die man nicht mehr alleine verlernen kann. Wenn man Attacken Erinnerung macht, dann muss man sowieso auswählen, welche Attacke man ersetzt. Also warum gibt es überhaupt den Attacken verlernen noch? Stehe ich irgendwo nicht. Ja, jetzt kommst du mit einer neuen Attacke natürlich. Ja, das hier mit der Kraft des Wassers senken den Ball die Verteidigung. Boah, gerade nachdem ich, egal, Aqua durchstoßen macht das. Ich muss jemanden für Kura auswechseln, weil der schon Level 49. Das geht schon mal gar nicht. Thorsten, was genau habe ich falsch gemacht? Habe ich mit dem falschen Pokémon angefangen? Dein Fehler war, mich herauszufordern. Du wolltest überhaupt nicht kämpfen, Mann. Magst du verloren, aber ich konnte eine Menge lernen. So gesehen bin ich also ein Gewinner von unseren beiden. Ich habe dich irgendwie voll fertig gemacht, also weiß nicht, du hast einmal Sandsturm eingesetzt. Ja, dann nicht, das kam von alleine. Big Tux. Tuck. So, Blackwing, geh du mal vor. Wegen Münzamulett und Geld. Mir ist das Geld nämlich ein bisschen ausgegangen, weil ich mir die ganzen TMs hier noch gekauft habe in Claw City. Dein Auftreten nach Zootheim, bist du kein gewöhnlicher Pokémon-Trainer. Ihr Auftreten nach Zootheim sind sie ein Gentleman, Angus. Wenn das ihr Name ist. Blampivia. Zum Glück habe ich gerade zum Blackwing gewechselt. Das Ding haben wir noch gar nicht ein Schwert gesehen, ne? So, Stahlflügel. Ja, ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Ist mein Stahlflügel gegen das Gesicht bekommen? Alles klar, hier, bitteschön. Mein Gott, warum ist ein Igni voll weit entfernt? Wir sind ja am wenigsten an Level 49 dran, habe ich so ein Gefühl. Ja. Ja, das Kampf, also pff. Mein Gott, weckte. Oh Gott, das wird wehtun. Oder auch nicht. War doch neutral, also hätte man meinen können, da wird ein bisschen mehr Schaden machen. Nahkampf ist eine echt krasse Attacke. Ja, Borschen, aber ist auch eine krasse Attacke.
Uiuiui. So. 49. Bald haben wir die 50 erreicht mit jedem. Aua, du hast noch eins. K.O. Octo. K.O. Octo. Irgendwas Resistentes gegen. Nö, doch, Big Tox ist resistent gegen. Dann machen wir mal den hier. Ja, ich weiß, war nicht sehr effektiv, aber das war ja auch nicht der Sinn der Sache. Big Tox. Für den habe ich natürlich nicht die Attacken irgendwie umgekrempelt, weil der noch nicht mein Team war vorhin. Hey. Was? Zum Glück habe ich gerade Cat Band eingesetzt, ne? Was? Glücksgefühle, was? Setz Overdrive gegen Kaokto ein für maximale Glücksgefühle. Boah. Kann ich jetzt wagen, meinen Pokémon Charakter zu geben? Was? Wurde aufgebraucht, das ist nur einmal benutzbar. Ach man, da wusste ich doch nicht. Oh. Ich habe ein Item verbraucht. Oh. Lieber ja Gesangsverein, dann Pokémon Team ist ein wahrer Augenschmaus auf Geld. Der hat das verbraucht. Ma. Oh, ich weiß jetzt, wenn sowas passiert. Da konnte ich bestimmt nur einmal kriegen, ne? Was gebe ich dir denn jetzt? Ich habe jetzt nicht gewusst, dass das irgendwie einmal benutzbar ist. Oh, Dreck, volle Verschwendung. Oh, das gefällt mir jetzt nicht. Wo ist hier das, was Giftattacken erhöht? Gibt das mal. Ja. Giftstich. So was ähnliches wie Bienenstich, nur halt. Nur halt mit Gift. Glas vor allem ist es vor alter er sitze sein gegenüber Respekt zu zeigen, indem man einander sein liebstes Pokémon zeigt. Wenn du das sagst, okay. So, machen wir so. Ja, machen wir so. Lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt zu erfahren, wie stark du inzwischen geworden bist. Hervorragendes Team aus Trainer und Pokémon erstrahlen hell vor der Kamera. Ja, ihr seid echt die gleichen von damals. Rote 5 oder irgendwie sowas. Lynn und Scott. Erinnere ich mich nicht. Oh hey. Die Weiterentwicklung von dem einen haben wir noch nicht gesehen. Es hagelt. Flora ist kalt. Sah jetzt aus. So, den habe ich Fußtritt beigebracht, ne? Und mach mal Lichtschild. Ich habe irgendwie so ein Item ausgerüstet bei ihr. Was? Das ha. Reflektoren und so länger anhalten. Lichtschild. Also 8 Runden jetzt. Und wird auf 5 und 8. Von 5 auf 8 erhöht, ne? Hier, bitteschön. Hab gesehen, du hast gerade Donner eingesetzt. Oh, und sehe gerade das Ding. Ja, das geht kaputt. Au. So. Und noch ein Stahl. Dingen. Mach mal Grasfeld. Oh, die werden dadurch auch geheilt. Was ist das denn für ein Blödsinn? Ja, da wäre noch für meine Seite. Oh. Ist ein bisschen dämlich dann. Würde ich mal die andere Attacke einsetzen, nicht gerade. So, wir haben Lichtschild. Kann ich so viel Schaden einsetzen. Oh Gott. Ah. Kann ich so viel Schaden machen, wollte ich sagen.
ich jetzt gerade schieße aus dem Boden und dann soll mich jetzt jede Runde heilen, irgendwie sowas, ne? Noch 65 HP hat er vor. Sagt sich den Kampf nur unnötig in die Länge, merke ich gerade. Schon mal was Neues ausprobieren, okay. So, mach mal Meteorologe. Eine neue Attacke, die ich beigebracht habe. Schon leider tot. Okay, au. Boah. Was schwatzt du nicht, ey. Oha, hier. So, weiß ich nicht. Ja. Sehr effektiv anscheinend. Gegen Hagel wird dazu eine Eisattacke, nehme ich mal an. Ne? Hui. Wo ist der bloß hin? Gegnerische Pokémon halten Rückenwind. Ah, Eis, bis Dach Flug, ja, das wird wehtun. Oh. Habe ich immer Tirota holen? Von einer Stärke fehlen mir die Worte. Ein Trainer wie ich sollten wir im Auge behalten. Eine Niedergabe. Zumindest konnte ich so eine Stärke aus erster Hand erfahren. Und ich nehme immer so, ich bin immer noch hier oben. Wenn du den Titel holst, holen wir aber ein Exklusiv von dir mit dir. Hörst du? Deine Linse. Durch die Linse einer Kamera wirken deine Puppen magisch anziehen. Es schimmert so eine Aura um sie herum des ewigen Hasses und so. So. Krass. Okay, kommt wahrscheinlich noch nicht eine Route, ne? Oder ist da so was von auffällig? Hier kommt da gleich irgendjemand wie Hopp oder so, der mich jetzt angreift, ne? Ich lasse mein Team jetzt aber so. So. Ich bin mir sicher, wenn ich hier hingehe, wird absolut nichts geschehen und niemand. Okay, da kommt echt niemand. Alles klar. Ja, lass mal sehen. Ich nehme an, das ist eine riesige Stadt, weil da zwei Gebiete sind. Und ja, natürlich ist es da. Score City. Okay, ich kriege so Vibes von dieser einen Stadt aus Schwarz und Weiß. Wie man so rundherum laufen musste. Okay. Wow, wir sind wirklich hier, Score City. Hier passiert es, hier werden die Legenden von Hopp in die Geschichte eingehen. Weiß schon, weil ich der neue Champ der Galar-Region werde. Ich mache mich schon stark auf dem Stadion. Es wird richtig angekotzt. Wir sehen uns dann beim Score-Stadion, dann Iro bis dann. Oh. Sehen gleich nur so heulend da raus. Oh. Ja, das ist nichts. Man muss ja gucken. Vielleicht versteckt sich ja irgendwie ein ultimatives Pokémon da irgendwo in der Ecke. Keine Ahnung, das weiß man noch nicht. Normalerweise würde ich sagen ultimative Waffe, aber hier gibt es ja keine Waffen. Also läuft mit einem Durengard hier rum. Hi, du. Warum rennst du denn weg? Ist doch toll, dass wir mit so riesigen Pumpen friedlich zusammenleben können. Warte, du bist doch gerade nach unten gelaufen. Oh. Score City, eine Metropole, die nach den Plänen des Liga-Präsidenten Rose geformt wurde. Das Patimos heißt Alex und es ist super cool. Alex. Adam. Ich gebe so viele Fotos, wie ich kann. Solche Schnappschüsse sind für mich wie kleine Glücksmomente in Konserven. Unglaublich viele Glücksmomente. Mein Pokémon ist super fotogen. Wenn wir Selfies machen, lächelt es immer extra süß. Verlieren gehört zum Leben dazu. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Ja, dann stehen wir auch. Man kann voll sehen, wie sehr Deleon den Kampf liebt. Guckt ihn nur an, wie er dabei lächelt. Wenn man Trainer ist, kann man
überall auf der Welt Leute herausfordern. Das ist so cool. Okay, das wird, glaube ich, wieder einen ganzen Party dauern, bis wir hier alles erkunden, ne? Was mir eigentlich passt, wir haben nur so 20 Minuten oder so. Was ist so? Was macht man denn so als echter Fan? Was muss man denn so machen als echter Fan? Okay. Als echter Fan, da weinst du, wenn dein Lieblingstrainer verliert. Du singst dir die Seele aus dem Leib, wenn er gewinnt. Du lebst also in den Kämpfen, als wären es dein eigenen. Hallo, Superman? Hallo, ja, ich habe noch Stadion-Tickets gekriegt. Komm rüber. Einen schönen guten Tag. Der spioniert die da aus. Ein Top-Böllerbar. Ich bin auch ein Legios. Ich bin ein Legios. Ich habe noch nicht mal meine Geschwister unter Kontrolle. Keine Ahnung, wie manche Leute es schaffen, 6 Pokémon gleichzeitig zu trainieren. Pack dir einfach ein Pokéball, dann geht's einfacher. So, gehen wir mal hier rein. So, Hallöchen. Ich will gerne ein paar der Trainer aus Gala in meinen Heimatregion einladen. Ich bin extra einen weiten Weg von einer der gekommen. Vielleicht soll ich die Gelegenheit nutzen, doch auch mal diese Poké-Jobs auszuprobieren. Meine Maschine, da findet hier befindet sich ja ein Rotom. Ja, ne, früher war das mal irgendwie ein Legendär, das ist halt echt überall, ne? Das ist halt im Pokédex, in Maschine. Ja, war mal so ein pseudo-legendäres Viech. Hm. So. Thames. Hm. Oh. Eines Tages. Und die brauche ich eigentlich auch nicht so. Ich war einfach nur diese ganzen Mord-Items irgendwann. Ich will auch bei der Arena Challenge mitmachen mit meinem Glurak. Mit einem Glurak. Okay, ich wollte schon sagen, du hast einen Glurak. Trainer lieben ein Glumanda, bis es sich irgendwann entwickelt. So wird ihre Bindung stärker. Und dann lieben die es nicht mehr, oder was? Bis zum Montag eignet sich das Wetter am besten. Ich habe nur noch das Score City Stadion vor Augen. So, hopp. Ist nach rechts gelaufen, also gehen wir erstmal überall anders hin natürlich, ne? Was ist hier? Zug, sieht aus wie Zug, ja. Zugunglück. White Hill. Wo ist das denn? Ist das auch hier? Achso, hier. Warum gibt es das hier, wenn man ein Flugtaxi hat? Macht doch keinen Sinn. Ich will eine Rundreise durch die ganze Galarie machen. Was gibt es da Besseres, als ein Riesenrad zu steigen, in ein Riesenrad zu steigen? Ein Riesenrad? Po, ich habe doch nicht so mit Höhen. Scotty City, so riesig. Dank der Monorail und der Flugtaxi kann man sich aber zum Glück einwandfrei zurechtfinden. Komm mal, Pokémon Supermarkt. Ist nichts Neues. Hi, was verkaufst du? Nichts, okay. Ich muss mich setzen. So, nein, ich möchte nicht, geh weg. Manche Pokémon lieben die Gleise und sorgen deshalb für unterhaltsamen Ärger. Ja, wie Wollies diese. Den ganzen Verkehr überall stoppen, so wie ich das Gefühl habe. Hier lang geht es zu einer berühmten Monorail-Haltestelle von Score City. Die Monorail dreht immer zu ihre Kreise in Score City. Einfach toll. Hotel La Rose. La Rose Rondo. Oh Mann, man muss also die Monorail nehmen, wenn man den Rose Tower erreichen will. Bei Pokémon stehen total auf Musik. Gefällt ihnen ein Song, sind sie nicht mehr zu halten. Im Stadion bin ich so auf die Kämpfe fixiert, dass ich einfach nicht essen kann. Ich sag, futtere ich jetzt schon mal was. Ja, das kenne ich. So. Es kommen so viele Touristen nach Score City, da ist es wichtig, dass ich für jeden den Geschmack habe. Okay. Ich glaube, zu diesem Tower gehen wir irgendwann mal ein andermal. Lass mal hier so meine Runde drehen. So, dann gehen wir mal hier lang. Da sehe ich doch schon was. Ist eine Boutique? Ja, das ist ein Restaurant, glaube ich. Okay, ich frage mich, wie hoch gelevelt die hier sind.
Es gibt bestimmt irgendeine Art von Arbeit, die ich besser erledigen kann als Pokémon. Warte mal, mir fällt gleich was ein. Unser Hotel ist auf die Pokémon angewiesen, die für Pokéjobs vorbeischauen. Um Dynamax-Pokémon die Stirn zu bieten können, muss ich wohl auch über mich hinauswachsen. Vielleicht liefere ich mir in der Naturzone einen Dynaride, um mir die Zeit bis zum Beginn der Kämpfe zu vertreiben. Mebrana, du hast viel zu viel gefuttert. Geht's dir gut? So viele Leute, ich habe mich verlaufen, aber zum Glück gibt es die Flugtaxis. Bin jetzt gar nicht so schlimm, wenn ich mich mal verlaufe. Schließlich macht es einen riesen Spaß, auf die Karte zu schauen, so an sein Ziel zu kommen. So, du machst mich wahrscheinlich jetzt wieder fertig, ne? Okay, komm, jetzt kommen die mit Level 80 Pokémon, pass auf. Ich weiß nicht, wie das letzte Mal ausgegangen ist. Aiden, Savione und Pokusan. In einer anderen Farbe. So. Alles klar, das geht noch. So, und ich halte mich jetzt hier nicht zurück. Ich hau jetzt einfach volle Möhre rein. Aber bevor die irgendwas Mieses hier machen, machen wir den hier. Alter. Und weg bist du. Oh mein Gott. Erstes Pokémon auf Level 50. Einrollen. Aber werden Angriff, Verteidigung und Genauigkeit erhöht. Nee. Raptor ist sowieso irgendwie mehr so ein Paralyser. Oh nein. Wird mich aber nicht killen. Nee. Das ist kein Step. Flora ist voll resistent und so. Das geht schon mal nicht. So, wenn man Pokémon ja auswechselt, dann gehen ja die ganzen Status-Dinger wieder verloren, ne? Sagen wir mal, ich setze jetzt Blättersturm ein, tu meinen Spezialangriff voll senken. Wenn ich an Flora auswechsel, dann hat sie wieder normal, ne? Hey, na, wie ist das mit dem schweren, bitteren Noten dieses Kampfes zurückzukommen? Also die gehen verloren, sobald die wieder ausgewechselt sind, oder? Der Kampf war so prickelnd wie ein Glas Ananasaft. Das süße Vergnügen, das ich dir versprochen habe. EP-Bonbon. Ja, langweilig. So, oh Gott, hier. Da ist eine Boutique, aber ich habe leider nicht so viel Geld, glaube ich. Da ist Eingang. Warum links ist ein Haarsalon gesehen? Habe ich gerade gesehen. Bodelions Mantel in Kindergröße ist überall ausverkauft. Die Kostüme hier sehen ja mal gar nicht so aus wie die Pokémon, die sie darstellen sollen. Jetzt wäre es, wenn wir alle Kostüme tragen würden. Da könnten wir uns bestimmt auch viel schneller mit Pokémon anfreunden. Ja. So, zeig mal. Ah, neue Trainingssacken. Er sagt nicht, was Mary trägt. Lederhosen. So. So, hallöchen, na. Ja, irgendwie habe ich so schon mein perfektes Outfit für mich, finde ich. Ja, ich finde, ich habe eigentlich schon mein Outfit für mich so gefunden. So. Das ist ein Haarsalon. Ich habe ein Autogramm von Mary bekommen, gerade eben. Ich werde es hüten wie mein Augapfel. So. Hier so viele unterschiedliche Arten von Pokémon-Fell und ich muss sie alle kennen. Um sie auf die Köpfe meiner Leute hier zu packen. Ein Sieg ist der perfekte Anlass für einen neuen Look, aber auch ein Liedergeist ist der geeignete Gelegenheit für einen neuen Look. So ganz darauf an, wonach einen der Sinn steht. Wie war es mit einem neuen Look? Keine Ahnung, woher die plötzliche Inspiration kommt, aber ich habe total Lust, meinen schwertförmigen Haarstick zuzulegen.
Oder doch lieber ein schildförmigen Schnitt. Wie sieht denn das aus, Mann? Du spinnst doch. So, was hier unten? Ein Match vom Champ. Etwas Match vom Champ. Und ein Giftschleim. Ah, cool. Halt. No, kann man gar nicht. Alter, immer und immer wieder. Nugget, ein Chicken Nugget gefunden. In dieser Stadt ist immer was los. Da ist das Stadion. Hier sind noch Häuser. Ich weiß, da links war noch irgendwie so ein großes Gebäude. Und wow. Ich konnte da nicht rein ohne Fahrrad, ehrlich. Hey. Tolles Ladero. Echt super, aber versucht doch nächstes Mal noch etwas entschlossen zu sein. Jetzt kommt er einfach so runtergesprungen, so ein Dive-Bomb, was weiß ich. Oh, wie ich sehe, hast du dir ein Smart-Rotorm und ein Fahrrad. Dann weißt du bestimmt, dass Rotorm gerne in verschiedenen motorbetriebenen Geräte schlüpft, oder? Wenn du willst jetzt, wie das funktioniert, dann kämpf gegen mich und meinen Rotorm. Ja, okay. Du wirst gleich Bauklötze staunen. Ich zeig dir, wie vielseitig Rotorm sein kann. Die ganze Schilder Schemes. Schemes, nee, ich glaube, Schemes wird auch gesprochen. Ne? Gibt einen Wrestler, der so heißt. Wobei wir schon wieder beim Wrestling werden. So, ach, 34, komm. Sieht aus wie ein Rasenmäher. Also Feuer. Boom. Setzt Rotom ein. Ohne Waschmaschine, glaube ich. Also Feuer. Handdreck. Oh Gott. Habe ich irgendwas anderes, was ich überhaupt einsetzen kann? So. Wow, Nitolang ist echt schwach. Feuerball. So. Ich glaube, der Level 34 wird das schon, wird schon reichen, aber dann Sturzflug. Er leitet bei dieser Attacke selbst großen Schaden. Nee, lass mal Borschnabel. Und Rotom. Und du bist wahrscheinlich Feuer, ne? Also Feuer. Feuerattacken, okay. Jetzt könnte Igni irgendwie nicht, weiß nicht, was anderes vorstellen. So, Feuer, ich verstehe. Aber Rotom ändert doch seinen Typ und seine Attacken, wie wenn es die Form wechselt. Machst du hier eine Jojo-Pose auf einmal? Das ist einmal ein Rotom besiegt. Bei dir ist der Katalog besser aufgehoben. Besser ein Rotom-Katalog. Dem Rotom-Katalog kann Rotom in verschiedenen Haushaltsgeräte rein einschlüpfen. Das kann natürlich auch jederzeit wieder raus. Erstmal brauche ich einen Rotom. Kollege. Wie auf welches Pokémon? Was? Igni, lese diesen Katalog für mich. Feuer? Nein. Nicht verbrennen. Zwar kann zwar wehtun, wenn ein so ein deutlich vor Augen geführt wird, wie der Gewinner und der Verlierer ist. Aber es ist auch eine gute Chance, sich ein Bild von den eigenen Stärken zu machen. Okay. Oh Gott, gib mir jetzt nicht so viele Dinger. Ich will jetzt nicht 40 Minuten hier in dieser Stadt rumeiern. Ich suche nach einem Motineva. Hast du zufällig eins? Wenn ja, dann tausche es doch bitte gegen meinen Duraludon. Das ist auch Schwachsinn. Ich kann Duraludon fangen. Auf Route 10. Wo wir, glaube ich, noch nicht on-screen hier gesehen haben, ne? Also dieser Stahldrache. Ich habe keine Zeit mehr, alle Bücher im Regal noch zu lesen. Deswegen erfreue ich mich stattdessen an Erinnerungen, die hochkommen, wenn ich mir die Bücherrücken ansehe. Okay. Ah, dieses Buch hat mir für 5 Nächte Albträume gegeben. Mein Gott, wie viele Türen. Hi.
Wenn ich es schaffe, beim Finale auf dem großen Monitor im Stadion zu erscheinen, wird das mein weltweiter Durchbruch. Ja, da heißt, du wirst einer meiner Gegner sein. Ja, okay, dich mache ich fertig und noch eine Tür. Ich halte hier alles sauer, damit die Blumen besser in Geltung kommen. Ja, ich denke, dass sich ein Pokémon erst dann richtig entwickelt, wenn es mit Menschen zusammenlebt und viele neue Freunde findet. So, Alter. Geht immer weiter. Es gibt immer mehr Trainer, die in Champ kämpfen sehen und dadurch richtig angespornt werden. Das machen die Kämpfe viel aufregender. Wenn das Turnier und der Champ Cup losgehen, kommen Menschen und Pokémon von überall her. Es ist wie ein großes globales Fest. Ja. Zeitlich limitiertes Fest, wenn ich das Gefühl habe. So, das ist der letzte, Gott sei Dank. Ja, hört ja gar nicht auf, man. Musst du denn da? Meine Eltern arbeiten bei der Liga angestellt, deswegen sind sie nie zu Hause, wenn der Champ kämpft und ich langweile mich hier. Ja, du wirst auf jeden Fall gut aufwachsen. Na doch, nie irgendwie war oder nie irgendwie verstören, wenn die Eltern die ganze Zeit weg sind. Wenn du dich nicht ins Ghost City verläufst, raten wir dazu, Gebrauch von öffentlichen Verkehrsmitteln wie den städtischen Flugtaxi sowie den Monorail zu machen. Alles klar. Hi, hi. So eine nette Dame. Mädchen. Keine Ahnung. Sah noch jung aus. Sonderbonbon. Grassam. Ja, dazu denken sie irgendwie. Verbessern, alles klar. So, was ist hier? Verdächtig. Aber hier ist nichts. Der ganze Zeit arg gemasht, aber war nichts. So, Daniro setzt Flammenwurf ein. Roy liebt seine Kämpfe mit Sandsturm zu beginnen. Gegen Pokémon, die das Wetter verändern, setze ich am liebsten Pokémon mit hoher Initiative ein. Um bestimmte Pokémon kann ultimative Attacken lernen. Möchtest du, dass ich einem Pokémon eine solche Attacke beibringe? Nicht damit ultimative Attacken, ja, schon wieder irgendwie so was, ne? Wie heißen die denn? Lohe Kanonade, ah, okay. Alles klar. Aber diese Attacken immer wieder beibringen, weil ich meine, in einigen Spielen war das nicht so. Gehen wir mal Pokémon picknicken. Da habe ich immer so gestört. Man kann die irgendwie noch einmal beibringen. In irgendeinem Spiel war das, glaube ich, schon so. Da habe ich immer ein bisschen gestört. Und das ist eine schöne Kamerafahrt hier. So, was haben wir hier? Wolken verbinden einen Ort mit einem anderen, deshalb kann man sie auch als Profi Freundschaft verstehen. Mein Gott. Verknüpfen Himmel und Hölle miteinander. Oh. Luftballon. Man kann jemals ja vieles wechseln. Den Job, die Adresse, die Unterwäsche, schon und gut. Mein Fan wechselt niemals seinen Lieblings-Challenger oder seinen Lieblings-Pokémon. Oh, das ist so ein. Wie die Dinger im Futurama oder was? Okay, ich dachte, er stand jetzt auf dem Kopf von jemanden. Ein Riesenlager. Ich habe mein altes noch gar nicht verkauft. Ey. Ein Flugzeug zu City ist schon zu schwer. Wohin willst du hingehen? Ich glaube, für die Leute, die noch nie irgendwie gecheckt haben, dass man auf der Karte auch Flugtaxis einsetzen kann. Ne? Pokémon können alles kämpfen, Hotels arbeiten, einfach alles. Richtig guter Pokémon-Kampf wirkt regelrecht elektrisierend auf den Körper. Ich habe großen Respekt vor Trainern, die solche Matches hinlegen können. So ein tüchtiges Pampros. Es beschwert sich nie, egal wie viele Leute es schleppen muss. Die Pokémon hat uns ganz brav bis zum Hotel getragen. So, was ist dies? Hallo, ich habe das Gebäude betreten. Oder oh, das ist ein Hotel. Boah. Ich vermisse irgendwie nur so eine Art Kampfzone oder irgendwie sowas. Ich bin auf Einladung von Makrokosmos hier, um einige Matches anzusehen. Ein Match wird gleich viel interessant, sobald Promis im Publikum sitzen. Ich nehme an, dieser eine Ort in Engine City, wo der eine gesagt hat, hör, du bist es ein Champ sein oder so.
Das führt mich wahrscheinlich irgendwie so dahin. Ich reise gerne auf mein Warschakwil. Hör nicht auf meine Frau, sie hat wirklich allen etwas auszusetzen. Diesmal sind wir nicht im Privatschiff, sondern auf einen Warschakwil nach Galar geflogen. Die Reise war, gelinde gesagt, etwas anstrengender als sonst. Wir Portiers haben es nicht leicht. Sieh dir diese ganzen Leute, die hier ein- und ausgehen. Ich sehe keine. Und trotzdem darf ich mir einen keinen einzigen Fehler erlauben. Ein Ding der Unmöglichkeit. Wenigstens haben wir Pokémon, die uns bei der Arbeit helfen. Hi. Gerade stehen vor dem Lächeln, auch wenn die Schuhe noch so sehr drückt. Freuen uns, Sie am La Rose Runde willkommen zu heißen. Ich werde bezahlt, das zu sagen. Bitte fühlen Sie sich ganz zu Hause und genießen Sie einen weltberühmten 5-Sterne-Service. Ich gehe in meinem Beruf als Empfangsdame mit professionellen Ansprüchen an. Ich hoffe, Menschen wie auch Pokémon selbst, wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Nix. So. Ich kann euch meine Aufzüge benutzen. Was ist das denn? Das konnte ich aber in Kirchester machen, ja. Oh mein Gott. Ja, noch in 5 Sterne dazu. Ich kann euch mal die Gebiete hier erkunden. Pff. Miserabler Service. 0 von 5 Sternen. Und dann gehen wir mal zu diesem La Rose Rondo Turm oder was auch immer das war. Aber glaube ich. Ja, ne? I have arrived. Da. Das Stadion, würde ich sagen, heben wir uns dann im nächsten Part auf, ne? Ich habe das Gefühl, wenn wir dahin gehen, dann geht es schon richtig ab oder so, ne? Oh, das ist das. Boah. Wir haben doch gerade gesagt, da kann man nur mit diesen Bahndingen hier erreichen. Boah. Da dachte ich, wir kommen jetzt irgendwie vollkommen anders irgendwo hin. So. Ich habe jetzt mir ehrlich gesagt hier ein bisschen mehr erwartet, weiß ich nicht. Irgendwie sehe ich, meine, die Stadt ist zwar groß, aber irgendwie kannst du ja nichts machen. Ja, hier kannst du irgendwie, weiß ich nicht, so irgendwie TMs kaufen oder irgendwie sowas oder weiß ich nicht. Den ganzen Competitive Items irgendwo herholen, keine Ahnung, weiß ja irgendwas Wichtiges, Hilfreiches. Aber nein, okay. Aber wir haben ja noch nicht alles der Stadt erkundet, ne? Würde ich sagen, ich beende Part hier. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann Score City weiter erkunden, nehme ich an, den Champ-Kampf beginnen. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Und ja. Boah, ich habe nie zur Kamera anzuhalten. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert, liked, kommentiert. Bye, bye.